muss mal wieder. Gestern war meine Sitz. Richtig, richtig ist es. Ist die Leck weg hinter mir nicht? Nein, die ist auf dem Sofa. Ach ja, wir haben den Controller extra weggelegt beim Essen, damit wir nicht aus Versehen auf Fortsetzen drücken. Und ich bin ja dran. Mein Charakter ist er, Jason, glaube ich. Und die blonde Frau, Rachel. Und den Rest spielt Janik. Sind aber auch nur drei andere. Ja. Wir haben schon Leute verloren. Aber das ist eine andere Geschichte. Das stimmt. Gut, auf die Plätze, fertig, go. Den anderen Weg. Den anderen Weg. Hier lang. Das habe ich nicht geschafft. Gehen wir. Ja, jetzt riecht. Wir suchen den Ton. Das Tonband. Was meinst du, wie es den anderen geht? Die sind zäh. Alle ohne Ausnahme. Wir schaffen das. Vielleicht wäre es schlauer gewesen. Eric, sieh dir das an. Funktioniert das noch? Probieren wir es doch mal aus. Was für ein Bandsalat. Ja, nimm Bleistift und los. Geht schon, das kriege ich hin. Das war's. Seit wann trägst du deinen Ring nicht? Seit wann trägst du ihn nicht mehr? Hier. Ich trage ihn. Ich trage ihn am Herzen. Immer ein guter. Zu gut für mich. Dieser Ring ist immer noch wichtig für mich. Ich will dich zurück, Rach. Wir waren ein echt gutes Team. Nein! Schreit sie herum. War klar. Was willst du von mir, Eric? Die Wahrheit wäre ganz nett. Wie bitte? Ich kenne dich besser, als du denkst. Das mit dem Feuerzeug war gelogen. Und zwar nicht, weil du heimlich rauchst. Eric. Bitte. Sag die Wahrheit. Bitte hör auf. Gib's zu. Du hast einen anderen, stimmt's? Die Knochen dieses Tempels sind blutgetränkt.
Wir haben unentdecktes Gebiet betreten und etwas Uraltes und Böses aufgeweckt. Eine Blasphemie, die unbeschreibliche Form und Gestalt angenommen hat. Äonen haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht gewahr des Schreckens, der unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln, für die Menschheit. Marie, es tut mir leid. Hallo? Scheiße. Verdammt, was ist hier los? Ich weiß nicht. So hatten wir die Sache echt nicht geplant. An alle, hier spricht King! Bitte melden, bitte melden! Unter Beschuss kann mich jemand hören, das ist Rachel! King, hier ist Mayhem and 2-1 Actual. Wiederholen, over. King, hier ist Mayhem and 2-1 Actual. Hören Sie mich, over. Fuck! Was waren da jetzt dran gespielt, Alter? Echt, ey. Da muss ich glatt einen trinken. Ich meine, die Augen gucken, egal ob Schwester oder sonst wer. Sag das nicht mit der Verbindung. Das ist gut für Twitch Clips Germany. Da hast du ja wohl ein bisschen Wodka reingepackt, wa? Mhm. Und Kohlensäure. Mhm. Ja. Und? Ja, wir haben den Hund nach dem Hund. Kann ja auch nichts einfach sein. Du machst Witze, das sieht uralt aus. Das oder nichts? Siehst du ihn? Ja, er kommt. Zappeln! Weg ist das Problem. Rachel, halt dich an was fest! Ich sehe nichts! Zu dunkel! Vielleicht die Hand von mir. Komm schon! Fuck! Verdammt, Rachel, halt endlich still! Lass mal. Komm halt. Tut mir so leid, Rachel. Oh mein Gott. Tut mir so leid. Kurve. Ups. Entschuldigung. Macht's wirklich. Du machst es. Mach es. Ugh!
meine zukünftige Ex. Hier drin! Hilfe! Das ist bestimmt der Mann, der auf euch schießt. Bitte nicht fallen lassen. Er ist alleine. Nee, ich lasse dich. Colonel, Moment! Ja, war klar, dass er jetzt meine Rettung war. Nein! Rachel sagte Eric, dass sie vorbei wäre. Eric fand heraus. Müssen wir jetzt was aussuchen? Oder? Nein, das ist einfach nur die Entscheidung. Aber wir sind nicht tot. Nee, sind wir auch noch nicht. Okay. Ist das jetzt dieses R1? Mhm. Kursansicht. Okay. Eric hat Luftunterstützung bei der Mission zugestimmt. Das war's. Okay. Ja. Weiter ist nichts. Mhm. Balatu starb als letzter in den Tempel. Katakomben. Salim sah, wie Jason den Hirten tötete. Aha. Salim entschied sich, Jason nicht zu erschießen. War halt aber auch kein Hirte. Ach du Scheiße. Was weiß ich. Das sind die ganzen Notizen. Und ich wollte ihm ins Bein schießen. Ein heidnisches Abbild mit einem darin versteckten scharfen Widerhaken. Ja, und der hat uns gepiekt. 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 Also wir sind zu Rachel, ganz dicke. Nein. Wachsen. Gehen wir alle durch oder ganz oder nicht? Ich glaube, es geht nicht. What's up? Halloween, einen Tag vorher. Chilek, ich komme nicht gleich herüber. Ja, so. Aber alleine, ne? Oh, der Kurator. Es ist Kapitel. In welchem Albtraum sind diese glücklosen Seelen gestürzt? Mann. Arme Rachel, verloren in der Dunkelheit. Wirklich, ey. Was ist mit Jason und Nick? Waffenbrüder, aber stehen sie sich so nah, wie sie vermuten lassen? Oder kämpft ihr doch nur jeder für sich selbst. Vergessen wir bitte nicht, dass sie Corporal Mervyn dem Dunkel überließen. Und die Nacht ist noch jung. Das führt uns zu Salim. Er wird wir haben nur die Leiche der Dunkelheit. Fast schon ein widerwilliger Soldat. Oder ein unerfreuliches Schicksal erwartet das nun übrigens kein Fleck. Unter der Erde gefangen, vom Abgrund verschluckt. Eins nach dem anderen werden ihre Lichter ausgelöscht. Außer sie finden einen Weg, sie zu beschützen. Ich wette, wenn einer von den 5 Personen stirbt, ist eine Kerze aus. Es steht mir eigentlich nicht zu, mich in Angelegenheiten anderer einzumischen, aber das Ehepaar, sie erregen den Liebhaber, die 2 Männer. Ich hätte da einen Ratschlag für Sie, wenn Sie mir versprechen, dieses Gespräch für sich zu behalten. Aber den konnten wir ja nicht spielen. Aber wo ist hier? Nichts sagen, jetzt habe ich nicht zugehört. Ja. Wohl nichts sagen. Nun gut. Zumindest ist es allein Ihre Schuld, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie beabsichtigt waren. Toll. Das wäre alles fürs Erste.
was bisher geschah. Der ist bis zum Ende dabei. Akt 1. So, jetzt kannst du ja nochmal erklären. Was? Also das Ehepaar, die andere Frau und die zwei Männer. Der Nerd ist tot. Ja. Und dieser Mervyn auch. Ja. Aber wo ist die Frau, die andere Frau? Clarice. Ja, die haben wir noch gar nicht gesehen. Ja, ist sie nach dem mit runtergefallen? Ja, das weiß ich halt nicht. Oh nein. Oh. Oh. Es ist erst 1935. Ja, schrei noch lauter. Wo ist Rachel? Wo ist sie? Rachel! Was ist mit Rachel? Der Feind hat uns aufgelauert. Er hat auf uns geschossen und... Rachel... Mir ist gefallen. Ich hielt sie. Hielt sie, solange ich konnte. Rachel! Wir müssen weg. Wir sind ein leichtes Ziel. Rückzug antreten. Schnell! Da drüben. Gehen wir! Einfach sie. Vor allem, da war doch eben noch der andere Typ halt, ne? Mhm. Also der Böse. Langsam. Er könnte noch hier sein. Ehrlich, Colonel, die Iraker sind unser kleinstes Problem. Das stimmt. Sie folgen uns nicht. Hier spricht Mailman 21 Actual an alle. Hört ihr mich? Over. Joey, melde dich, over! Joey ist tot. Wovon redest du, verdammt? Die Iraker haben ihn erwischt. Er starb in meinen Armen. Oh nein, nicht Joey. Wie zur Hölle kommen wir hier raus? Gar nicht. Wir müssen uns hier einbunkern. Eine Verteidigungslinie errichten und uns etwas Platz zum Atmen schaffen. Lieutenant, was meinten Sie damit, dass die Iraker unser kleinstes Problem sind? Viecher. Glauben Sie an Gott? Absolut nicht. Sollten Sie aber. Wir werden angegriffen von... Ich weiß nicht was. Sie würden es mir ja doch nicht glauben. Ich war dort und glaub's auch nicht. Monster. Viechers. Monster. Kommen Sie. Sie sehen Gespenster. Sir, bei allem Respekt... Lieutenant, wir stecken mit einem Iraker fest. Vielleicht mehreren. Was Sie gesehen haben wollen, das ist Mist. Die Statuen. Nick! Speicher's ab und reiß dich zusammen, verdammt! Was ist das hier? Ich will das nicht abspeichern. Die Mission ist ein Flop. Das kriege ich hin. Der Satellit. Ich verbessere mit den Daten mal den Algorithmus. Das sind nur Kinderkrankheiten. Wütend oder zurückhaltend? Ja, bringt ja jetzt nicht dumm zu sein. Sir. War trotzdem wütend. Wir sollten weiter. Ja, nice. Generator ist leer. Ich muss den Generator anmachen. Sie bewachen den Eingang. Wir sehen uns das an. Der Ausgang nicht auf. Repariere den Generator. Ja, jetzt sind wir bei Dead by Daylight angekommen. Das soll also Saddams Chemiewaffendepot sein. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Generator ist. Wir sind verloren. So viel zu Erics. Protegierte im thermischen Satellitensystem. War der hier nicht im Nach vorne. Eric muss uns ein paar schwierige Fragen beantworten.
Nach links. In seiner Haut will ich nicht stecken. Oder da, wo es halt flackert. Ja, da. Ja, es hat halt mit Absicht ein Vieh kaputt gemacht, um uns rauszulocken. Sehen wir mal nach. Ja, da kann es nur gut werden, ja. Ich sehe mal nach. Schon dabei. Ich weiß. Da wurden Killer gegengetreten. Jemand hatte wohl ein großes Problem mit dem Ding. Das war halt nicht der Typ, das war halt ein Vieh. Halt Ausschau. Ja, ich will nicht Ausschau halten. Alter, da ist doch der Mann. Weil das ist kein Vieh. Ah, shit! Schluss mit dem Quatsch, beeil dich! Sieht das hier etwa noch Quatsch aus? Boah. Gute Arbeit, Quatsch. Gesundheit. Danke. Was war das? Nee, geht einfach hin. Augen auf. Dropkick, hier Mailman 2-1 Actual. Dropkick. Wir gehen weiter rein. Hier Mailman 2-1, Alter. Vorsichtig da unten. Dropkick auch. Gut. Finden Sie den Eindringling durch Suche. Wo führen die Kabel hin? Ich will es nicht wissen. Folgt den Kabel. Wo sind die Kabel? Ach, etwas. Tüdeldraht und hier lang. Strapsen, Kabelbinder. Falle, Falle, stopp! Fuck, sei vorsichtig. Stolperdraht. Na, jetzt weiß ich, warum der eine ein Holzbein hat. Geräumt. Sieht einfach aus. Frisch. Gegenexplosion? Nee. Ich muss nur den Draht kappen. So schnell. Wohl der auf Eric geschossen hat. Der Mistkerl verfolgt uns. Dropkick, hier Mailman 2-1 Actual. Hören Sie mich, over. Hier Dropkick. Wie läuft das Callcheck? Ihr Freund hat eine USB-V dagelassen. Uns geht's gut, aber halten Sie die Augen offen, falls da noch mehr Liebesbriefe sind. Over. Verstanden. Bin unterwegs. Dropkick out. Vom Erso Dropkick und Erso Mailman 1-2 Actual. Unterwegs. Musstest du ihm vom Stolperdraht erzählen? Ja. Ich hab da mal was hingelegt. Mhm. Achso, warte mal. Nochmal. Hab vergessen umzudrehen. Okay. So. Da gibt's noch zwei Dinger. A59. Ja, merken wir uns mal. Ja, das war die Münze. Oh Gott. Er könnte uns unten auflauern. Ist das Joey? Er lebt noch. Nein. Kann nicht sein. Wir hören ihn doch. Unmöglich. Das ist er, definitiv. Diese verdammte Höhle, Jason. Ich sag's dir, ich hab ihn sterben sehen. Nimm's mir nicht übel, aber du bist nicht du selbst. Wir wissen es nicht. Der ist eindeutig tot. Oh, hab's aufgeschrieben. Falle. Vielleicht auch nicht. Oder? Wir lassen keinen zurück. Der war doch tot, der Nerd. Semper Fi. Semper Fi. Nein. Und schwer verletzt darunter. Hey. Erzähl mir mal jemand, was hier abgeht. Wir hörten Joey im Tunnel. Hauptsache, er ist nicht bei der Tür geblieben. Er war es bestimmt. Wir werden ihn retten. Gut. Ich gehe vor.
Tod heißt Tod, ja. Selbstbewusst oder rebellisch? Ja, dann... Nein, ich gehe vor. Besser als alleine. Lieber zusammenbleiben, dann gehe ich halt noch vor, aber wir gehen trotzdem alle. Bestimmt nicht ohne mich. Tür zu und weg. Oh, Gott sei Dank, Dwighty. Dwighty ist dran. Okay. Mehr, ne? Und 5 vor 8. لازم اقول له لا اتخانق لوحدك مش هتخانق معاك ساعات بلعب دي ganze nacht in der höhle لازم يكون في طريقه ثانيه من هنا لازم يكون في طريقه ثانيه او جاد scheiße finde einen ausweg du such die ruin Erstmal einstecken, Dieb. So, wo lag das hier? Nicht da. Also da lag es eigentlich. Da. Na? Ah, da war was. Da war was. Da war was. Locker zum Erschrecken. Es lebt noch. Wie wir wissen. Ah, es hat doch mal eine Pranke. Tut jetzt so, als wär's tot. Fass es nicht an, Junge. Okay. Ich muss das anfassen. Es ist doch tot. Ich bin sicher. Noch nicht mehr getroffen, ey. Gott. Achtmal einen Kopf. Hello, Amerika. Da drüben!
Er denkt jetzt eher die Waffe. Ja, nice, wo gar kein Sonnenlicht hinkommt. Hast du keine Taschenlampe? Feuer. Immer den Weg entlang. Bist du an dem letzten Mal vorbeigekommen? Oh, mal gucken, nächste Nummer aufschreiben. Ja, 19. Das ist wie Bundesjams. Stein mit Loch. Weißt du, wie Hager 3 haben? Da ist so ein Vieh. Du bist dran. Da ist noch Licht, Junge. Bleib da, wo es Licht ist. Gut, aufpassen. Direkte Sonnenstrahlen halt, ne? Hörst du Joey noch? Nee. Weil er da halt nicht ist. Bleib auf der Hut vorgefahren. Hier ist Mailman 21 Actual. Joey, hörst du mich? Bitte komm, over. Okay, wegen Taschenlampen wissen wir das ja noch nicht, ne? Da ist ein Helm. Und die Brille. Ist Joyce. Er steht schlecht um ihn. Wir müssen uns beeilen. Sie waren bei Lance Corporal Gomez, oder? Was ist denn mit ihm passiert? Er starb. Scheißegal, was das ist. Es ist verdammt nochmal nicht Joey. Nun, im Gefecht kann man sowas nicht immer einschätzen. Was soll das denn heißen? Vielleicht irren Sie sich ja, Sergeant. Ich weiß, was ich sah. Ich weiß, was ich sah. Mein Gott. Was ist jetzt los? Hoffen wir einfach, dass er noch lebt. Der Stapel hat uns seine Kette gegeben. Wir haben heute genug verloren. Tut mir leid, Sir. Wegen Rachel. Ach, wirklich? Die lebt doch noch. Kolchak sagte, ihr nanntet sie die Queen Bitch. Ich aber nicht. Ich wusste es besser. Brauchst du dich nicht umdrehen, da geht's lang. Waffen prüfen, nichts dem Zufall überlassen. Das ist das dieses Loch aus der Vorahnung? Kann sein. Wie tief ist das Scheißloch? Solche Risse habe ich im Tempel gesehen. Die sind wohl durch das Beben entstanden. Los, gehen wir weiter. Wie dann? Cobra. Ach, da wo drei Amerikaner eben waren. Ist das Blut? Nee, rote Farbe. Hier unten ging es echt richtig übel zur Sache. Dann wär's mal dabei gewesen. Nächste Tafel. Okay, wir treffen bald auf den. Und wir werden nicht schießen. Mit des Klaus. Okay. Der ist nicht unser Feind. Hier stimmt was nicht. Der ist nah. Das ist so abgefuckt. Still jetzt. Wir laufen in eine Falle. Von da kommen wir doch, oder? Dann lieber zum Licht. Nee, wir kommen wir von Ich muss Ihnen nicht Ihren Job erklären, aber... Aber Sie werden es sowieso. Was? Vielleicht ist er nicht allein. Der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Bleiben wir zusammen. Wenn in den Sonnen...
Nein, schreib es laut. Joey braucht uns jetzt. Beeilen wir uns. Joey, bist du das? Rein da, vorsichtig. Er hat recht. Langsam weitergehen. Ich will ja nichts riskieren hier. Was ist der andere? Mailman 3 an Mailman 2-1 Actual. Komm, Lieutenant, over. Hier, Mailman 3 an Mailman 2-1 Actual. Komm, Lieutenant, over. Bist du tot, wenn dein Name... Mailman 3 an Dropkick. Colonel, sind Sie da? Over. Oh nein. Vorne, da ist ein Dämon. Du tust genau, was ich sage, oder bei Gott, ich verfüttere dich an das Ding. Warum kann er jetzt auf einmal die andere Sprache? Kann er aber. Sie reagieren wie Fledermäuse. Sie hören dich, sie jagen dich. Ich kenne ihre Schwäche. Sonnenlicht verbrennt sie. Wie alle Lebewesen können sie getötet werden. Ein Pflock ins Herz. Vampire. Die Kugeln verlangsamen sie nur. Selbst ein Truck, der auf sie fällt, macht sie nur sauer. Wir schaffen das zusammen. Okay? Wir können ihn töten. Du gehst über die Flanke ran und machst ihn aufmerksam. Ich mach den Rest. Vertrau ihm ruhig. Links? Bin bereit. Dann mal los. Thank you.
jeden Fall liegt da schon mal die Waffe, die wir in den Vorraum haben. Ich habe schon Schlimmes gesehen. Aber das tappt alles. Was wir was sagen wollte. Also, er kann ja Englisch, aber... Was zum Teufel ist hier unten? Araber, die Biester sind überall. Er mit sich alleine redet, deswegen. Noch nie habe ich etwas so Bösartiges gesehen. Macht mir richtig Hoffnung. Was sind das wohl für Dinge? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Hab sie nicht gefragt. Was denkst du? Keine Ahnung, was sie sind. Ich will hier weg. Ich sollte bei meinem Sohn sein. Du hast recht. Familie ist alles. Ich sollte gar nicht hier sein. Er hat heute Geburtstag. Oh Mann, du solltest echt nicht hier sein. Du sagst es. Wie alt? Noch ein Kind, aber alt genug, sich für einen Mann zu halten. Gerade 18. Oder überhaupt übernatürlich. Wow. Großer Tag. Großer Tag. Pass auf. Das beste Geschenk, das du ihm machen kannst, ist heute heimzukommen. Nur deshalb habe ich nicht aufgegeben. Nicht so gerissen. In dieser Hölle solltest du meinen Namen kennen. Nick Kay, Sergeant. Salim Othman, Lieutenant. Kurz vor Nick Kay. Shukran, Yehui. Mailman 2-1, actual an Mailman 3. Hörst du mich? Over. Klar und deutlich, LT. Sehe dein Licht. Geh weiter. Ich bin gleich da. Over. Ich so selber. Ich komme zu dir. Du musst auch deinen... Da kannst du auch aufpassen. Mhm. Vielleicht für später. Er hat Angst. Sie tun dir nichts.